Leer. So. Des Mondes Schwerter. Let's go. Also. Fassen wir zusammen, wie unser Weg in die Nichtswelt aussehen könnte. Wir werden den von uns gesammelten Äther über den Turm von Babil zur Mondoberfläche schicken. Unser Teil der Vorbereitungen dafür ist abgeschlossen, aber wir warten noch auf Nachricht von Ishtola, die alles Nötige auf dem Mond vorbereitet. Und sie hat alle Hände voll zu tun. Es reicht diesmal nicht, nur das Ritual durchzuführen, um ein Portal in die Nichtswelt aufzustoßen. Sie muss auch einen Weg finden, die möglicherweise eindringende Nichtskreaturen abzuwehren. Weder das eine noch das andere wird sonderlich leicht sein. Richtig. Deswegen sollten wir ebenfalls zum Mond reisen und ihr nach besten Kräften helfen. Endlich. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Doch auf dich wartet eine andere Aufgabe. Ishtola bat mich, dir dies auszurichten, ehe wir uns auf den Weg machen. Ziel der Mission ist es, deine Schwester durch das Portal vom Mond der Nichtswelt aus hierher zu holen. Sie hat ein Auge verloren und ist erschöpft. Es wäre hilfreich, wenn sie die Unterstützung eines anderen hohen Drachen hätte. Vritra. Verstanden. Ich bin ein Abkömmling mit Gatsomas, des Drachen, der die Weiten des Alls durchquerte. Die Reise wird etwas Zeit in Anspruch nehmen, aber ich werde mich in Drachengestalt zum Mond begeben. Um für alles gewappnet zu sein, werde ich diesen Körper aufgeben und so mein eigenes Auge zurückbekommen. Bis ich meine Schwester wiedersehe, solltest du über das ihre wachen. Das ist einfach immer ein Auge. Junge, Junge, Du musst Junge. doch gut darauf Acht geben, nicht wahr? Die haben einfach ein Auge immer in der Hand. Junge, Junge, Junge. Einfach mal in die Tasche gesteckt. In den Sobald Buchsensack. die Vorbereitungen auf dem Mond abgeschlossen sind, werde ich euch über die Kontaktperle informieren. Ishtola gibt dann den Befehl, den Äther vom Turm aus zur Mondoberfläche zu senden. Verstanden. Wir halten uns bereit. Oh. Pass gut auf dich auf, Zero.
Warum? Was soll schon groß passieren? Die 13. Splitterwelt ist schließlich mein Zuhause. Also dann, das Mare Lamentorum ruft. Mare Lamentorum. Ah, ist das eine Instanz sogar vielleicht? Zack, schauen Sie mir auf den Mond. Ishtola hat sich bereits gemeldet. Sie sollte jeden Moment hier sein. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Keine Ursache. Die Vorbereitungen auf Eteris sind abgeschlossen. Alfino und Alizé haben unseren Drachenfreund benachrichtigt. Sehr gut. Wir hatten zwar nicht viel Zeit, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Hier ist auch alles bereit für das Ritual. Der Mondwächter war so großzügig, mir mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Jetzt fehlt nur noch der Äther. Dann sollte uns der Weg zum Mond der 13. Splitterwelt offen stehen. Wir sind wirklich stolz, an diesem Ereignis mitwirken zu dürfen. Bei der Entwicklung des künstlichen Atomos bin ich alle Unterlagen über die Nichtswelt gründlich durchgegangen. Und ich muss sagen, die Mühe hat sich gelohnt. Sehr gut. Ishtola war so lieb und hat mir allergische Texte zur Anrufung von Nichtsgesandten gezeigt. Aus dem geheimen Archiv der St. Koinach-Stiftung. Mit den richtigen Zaubern lassen sich also Portale öffnen und Nichtswesen kontrollieren. Das ist alles unglaublich faszinierend und auch für meine Arbeit von großer Bedeutung. Ich habe Grahatia gebeten, mir mit seinem Wissen über das Reisen zwischen den Welten zu helfen. Und nachdem er bei der Stiftung ein- und ausgeht, kann er auch die ein oder andere Schrift für uns ausborgen, ohne dass es auffällt. Dieses Grinsen. Ich habe vollstes Vertrauen in unsere Forschung. Schließlich beruht sie auf dem Wissen so vieler Geister aus allen Zeitaltern und Ländern. Und vor allem glaube ich an mich selbst. Das ist eh das Beste. Es bleibt nur noch eine Sache. Die Abwehr der Nichtswesen, die durch das Portal strömen könnten. Dabei darf ich doch sicherlich auf euch zählen, oder? Immer. Wenn es um Verkloppen geht, sind wir dabei. Ich glaube, ich weiß, was du dabei... Dieser Ort verfügt bereits über ein Mittel, Kreaturen der Dunkelheit einzuhegen. Warum sollten wir es also nicht nutzen? Die Schwerter, die Zenos und Vandaniel zerstörten, wir werden sie wiederherstellen. Der gleiche Mechanismus, der Zodiac gefangen hielt, wird auch eindringende Nichtswesen abwehren. Den Großteil der Arbeit übernimmt freundlicherweise der Mondwächter. Es gibt da aber noch eine Unmenge kleinerer Aufgaben, die jemand anders erledigen muss. Und da kommen wir ins Spiel. Besser, wir verlieren keine Zeit. Ich erkläre alles auf dem Weg. Okay, dann geh mal hin.
So, ich dürfte jetzt eigentlich schon fliegen dürfen, ne? Wo müssen wir hin? Okay. Dann nehmen wir doch einfach mal einfach dahin beamen, oder? Ja. Ich wollte gerade sagen, er lässt schon wieder laufen. Living Way. Muss man erstmal mal gucken, wo man hin muss. Da sind wir, meine Freunde. Lange nicht gesehen. Ich wurde gebeten, mich so schnell wie möglich um Wachsupport zu kümmern. Also habe ich mitgebracht, was der Vorrat erlaubte. Sieht aus wie Käsereiben. Ausgezeichnet. Auf euch ist wirklich Verlass. Aber nicht doch. Das ist doch nicht der Rede wert. Wir haben die Aufgaben, die uns die Gelehrten von Baldesion gegeben haben, schon alle erledigt. Und jetzt macht es uns einfach glücklicher als jede Glücksmöhre, euch helfen zu können. Immer zur Stelle, flitzeflink! Wir erledigen einfach alles! Seht nur, diese Roboter werden von nun an die Mondoberfläche bewachen. Noch haben sie gegen keine Nichtswesen gekämpft, aber wir haben sie darauf programmiert. Es sind richtige Killer-Tomaten, Automaten. Und ihr wisst, wie stark Nichtswesen sind. Wollt ihr unsere Roboter? Das wäre wohl die richtige Aufgabe für mich. Ich kenne sie nicht nur, ich bin sogar eine von ihnen.
Okay. Okay. Was für eine herbe Niederlage. Aber lehrreich zugleich. Ich kehre sofort zurück ans Reißbrett, um ein paar Optimierungen vorzunehmen. Aber vor dem Optimieren kommt das Reparieren, oder? Wie lange wird es in etwa dauern? Bei meinem normalen Arbeitstempo? Ich würde sagen, 5 Möhren. Ich kaue nämlich sehr gründlich. Aber, na, wenn es etwas schneller gehen soll? Dann schaffe ich es auch in 2 Möhren. Junge, dieser Blick. Das hingegen wäre wohl die richtige Aufgabe für dich. Auf und da ist er richtig, oder nicht? So. Textbefehl aufmunter. Mach ich doch. Aufmuntern da. So, ich muss die... Ah. Ja, ich muss die auswählen. Mein Gott. Na, geht trotzdem nicht. Okay, machen wir's mit dem Emote.
Hallo, könnt ihr mich hören? Die Instandsetzung der Schwerter ist abgeschlossen. Bitte kommt, sobald ihr mit eurer Arbeit fertig seid. Es ist an der Zeit, das Portal aufzustoßen. Da, die haben jetzt in der kurzen Zeit haben die jetzt das, die Dinger da repariert. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's für heute. Morgen früh 5.30 Uhr bis 7 Uhr geht's weiter. Und ja, dann geht's einfach mit der Story hier weiter. Danke fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Wir sehen uns morgen früh. Haut rein. Und...